Besten Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Ich bin insofern berührt auch, dass ich von dieser Geschichte, die ich schon vor langer, langer Zeit eigentlich erlebt habe, erzählen darf. Es ist eine Fallgeschichte und meine Absicht ist, Sie an diesen Ort zu führen, der jetzt natürlich ein bisschen anders ausschaut, wie Sie gleich sehen werden. Das Bild ist gar nicht schlecht, wenn es als solches wirkt. Es ist das Bild von einem Leerstand, der gleichzeitig Fülle war. Und zwar deshalb, weil zu dieser Zeit, als dieses Bild entstand, da hatte der Warter Kircherchor genau gleich viele Mitglieder wie jetzt. Und das ist aber nicht das Thema. Das Thema ist nämlich Folgendes. Was ich möchte, ist Folgendes. Ich möchte Sie in einigen Bildern da in diese Geschichte hineinführen. Und damit bin ich natürlich nicht ganz zufrieden, auch deshalb nicht, weil die Geschichte vorbei ist und es sich aufdrängt, eine Reflexion anzustellen. Und das habe ich befürchtet, dass das so nicht geht, ist ja gleich. Dass es eigentlich auch um eine Reflexion gehen kann, was ist Leerstand? Jetzt in diesem ersten Teil dieses heutigen Vormittags habe ich vernommen, dass Leerstand natürlich aus der Sicht jener, die planen, als etwas Materielles in erster Linie begriffen wird. Und aus einer anderen Perspektive, aus einer psychologisch-geistigen Perspektive, da schaut das nochmal ganz anders aus und kann ganz interessant sein, finde ich. Ja, die Geschichte beginnt hier. 1987 stehe ich auf diesem Platz, exakt dort, wo dieser weiße Pfeil jetzt hinzeigt, ist ein wolkenverhangener Tag, Wart, 1495 Meter über dem Meer, am Arlberg, sagt das Prospekt, stimmt nicht ganz. Es ist am Tannberg, eine kleine Gemeinde, 180 Einwohner und eben gar nicht viel weniger jetzt als damals in der Nachkriegszeit. Ich stehe auf diesem Platz und weiß, jetzt werde ich in diesem Dorf da Lehrer sein. Das heißt für mich ganz konkret, ich bin für 15 Kinder verantwortlich, also recht übersichtlich die Aufgabe. Ich habe ein Schulzimmer zur Verfügung. Und bin mein eigener Herr und Meister. Also insofern ganz gut. Der Start trotzdem ein bisschen betrüblich, nicht nur äußerlich betrüblich, weil das Wetter dann, wenn es so oben ist, da oben, nicht unbedingt zur Erheiterung beiträgt, sondern auch deshalb komisch, weil ich mich da wirklich ein bisschen leer fühle fürs erste Mal. Die Wirkungsstätte konkret, dann dort, wo jetzt dieser Pfeil hinzeigt, das war das alte Schulhaus. Das müssen Sie sich jetzt da so vorstellen, man ist da Lehrer da drinnen, das ist etwas sehr, sehr Schönes, Spannendes gewesen. Schon rein der Blick ringsum, diese Freiheit, ins Weiße zu schauen, zu tun, was man pädagogisch für richtig hält, diesen Freiheitsraum zu haben. Der Bezirksschulinspektor ist 40 Kilometer weg, kommt ganz selten da hinauf. Einmal ist es mir passiert, dass mich ein Inspektor besucht hat bei schlechtem Wetter, dann waren die Besuche noch seltener. Und man war da auch nicht gefährlich oder man konnte tun und lassen, was man will. Das einzige Kriterium war, die Eltern sollten zufrieden sein, es sollten keine Klagen kommen. Und das, um jetzt wieder bei diesem Begriff anzuknüpfen, das ist eben der Gegenstand, das Gegenteil von Leerstand, das ist Fülle. Und diese Fülle, die durfte ich da erleben. Die äußeren Bedingungen, die waren ein bisschen seltsam. Sie müssen sich das so vorstellen. Da ist ein Foyer. Eine Tür führt in die Schulklasse hinein, die nächste Tür führt ins Gemeindeamt hinein, die nächste Tür führt in den Kindergarten. Wenn also meine Schüler aufs Klo gingen, dann haben sich die Wege gekreuzt mit jenen, die zum Gemeindeamt oder zum Verkehrsamt gingen. Also wirklich sehr bescheidene, einfache Bedingungen. Das Gebäude hier noch, vielleicht noch interessant, das haben wir Adolf Hitler zu verdanken, das ist in jener Zeit entstanden. Seltsam und trotzdem irgendwie spannend. Ja, und rechts sehen Sie die Vision, darauf komme ich dann später zurück. Ja, jetzt möchte ich so ein Bild, da gehe ich jetzt ein bisschen an einen anderen Platz, weil ich mich jetzt in ein Elternpaar verwandle und versuche aus dieser Sicht die Situation da oben zu sehen. Wir haben gemeinsam drei Kinder, die gehen jetzt da in diese Schule und ist eigentlich schön, aber mit 10 Jahren werden sie dieses Dorf verlassen müssen. Sie werden an eine
weiterführende Schule gehen, die nicht in diesem Dorf ist, sondern mindestens 20 oder mehr Kilometer weg. Sie werden die ganze Woche weg sein. Und was auch noch eine seltsame Sache ist, alle Jugendlichen fehlen in unserem Dorf. Es gibt nur Kinder von 0 bis 10 und dann ein paar erwachsene Jugendliche. Und das ist sehr, sehr betrüblich. Denn auch durch die Tatsache, dass die weiterführenden Schulen außerhalb besuchen, heißt das in den meisten Fällen, dass die schon recht frühzeitig abwandern, auch deshalb, weil natürlich die Berufsangebote sehr sparsam sind. Also, was würden wir uns wünschen für unsere drei Kinder, dass sie einfach da bleiben können, dass es eine Schule gibt, die die Kinder bis zum 14. Lebensjahr betreut und dass sie hier bleiben können. Das ist unser Wunsch. Jetzt haben wir einen neuen Lehrer, das war ich, der da drüben, und vielleicht ist es mit ihm möglich, dass wir da in diese Richtung etwas machen können. Jetzt sehen Sie da diese Dorfgaststube. Mit der hat es Folgendes auf sich. Jetzt gehe ich wieder hinüber, bin wieder der Lehrer und auch der Gemeindevertreter. Stichwort am Rande, mein Vorgänger war Schuldirektor, Fremdenverkehrsobmann, Vorstand der Raiffeisenbank, Fremdenverkehrsdirektor und sicher noch einige andere Pflichten hatte er auch noch, die weiß ich gar nicht mehr alle. Das Telefon des Gemeindeamts stand im Schulzimmer drinnen. Also das war wirklich ein Mann, der in Personalunion alles gemacht hat. Das habe ich dann nicht, aber Gemeindevertreter war ich relativ schnell. Und in dieser Stube hat sich etwas Historisches zugetragen. Nämlich, da war eine Sitzung, die war sehr außergewöhnlich. Und diese war deshalb außergewöhnlich, weil da ziemlich viele Frauen waren. Und diese Frauen waren die Mütter, die mit ihrer Anwesenheit bekunden wollten, dass ihnen das Projekt, um das es heute gehen sollte, nämlich um die Abstimmung, ob dieses Schulhaus errichtet würde, beziehungsweise noch früher, ob so eine Oberstufe errichtet würde, da wollten sie dabei sein. Und diese Präsenz, die hat wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, den Ausschlag gegeben, dass dieses Projekt überhaupt entstanden ist. Jetzt bin ich wieder in der falschen Richtung unterwegs. Kriegt das nicht auf die Reihe heute. Ja, es geht einfach nicht. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, was ich gerne wollte, aber da sehen Sie auch, wie das oft so läuft. Ich wollte eigentlich diese Vision verschwinden lassen und dann wollte ich dieses Viereck da verschwinden lassen und das wäre das neue Schulhaus aufgetaucht und nun ist es halt hier. Das war also das Ergebnis dieser Bemühungen der Eltern, der Bemühungen des Architekten Roland Gneiger und seines Büros und meine eigenen. Wir haben es also geschafft, dass in diesem Dorf dieses Schulhaus gebaut wurde. Ich möchte Ihnen jetzt einfach ein paar Bilder zeigen, ohne dazu zu sprechen. Ja, jetzt war also Fülle. Der Leerstand war übergegangen in eine Fülle. Vorher war da gar nichts. Die Jugendlichen waren weg aus dem Dorf. Und nun gab es dieses Schulhaus. Und dieser Leerstand, dieser Mangel, der hatte sich in Fülle verwandelt. In die Chance, dass alle Kinder in diesem Dorf bleiben konnten. In die Chance, dass alle hier die Schule besuchen konnten. Und auch noch in die Chance, das hatten die sich auch gewünscht, nämlich, dass dass dieser Ort ein Dorf bleibt und nicht eine Skistation wird. Sie kennen das alle, einige von Ihnen kennen das vielleicht, wenn Sie im Sommer durch Zürs fahren, dann sehen Sie, was eine Skistation ist. Große Gebäude, Hotels, die Vorhänge unten und man sieht keine Menschen. Und das ist bei den sensitiven Menschen makaber. Also, die Bemühungen waren also lauterer Art, würde ich sagen, auch aus heutiger Sicht noch. Die Bemühungen gingen in die Richtung, dass man sagte, aus diesem Dorf, das Dorf soll ein Dorf bleiben und die Schule soll auch die Aufgabe übernehmen, Kultur in dieses Dorf ein bisschen zu bringen. Detail am Rande, in den 20er Jahren, da gab es eben einen Kirchenchor, da gab es sogar einen Theaterverein. Sie müssen sich das vorstellen, in den 80er Jahren, da war der Kirchenchor noch genau gleich groß, den Theaterverein gab es natürlich längst nicht mehr. Und das ist auch wieder ein interessantes Spiel, oder? Dass die Lehre
die Lehre, der Mangel, der sicher in der Zwischenkriegszeit herrschte oder in der Vorkriegszeit, andererseits dazu führte, dass es offenbar mehr Kulturbestrebungen gab als nachher, wo eine große Fülle herrschte. Sie haben ja gesehen, wie die Anzahl der Häuser gewachsen ist. Dass das Dorf ganz anders ausschaut, als es natürlich früher der Fall gewesen ist. Kapfinger formuliert das ein bisschen dramatisch. Er sagt, es handelt sich hier um aufgeblähte Tourismusbauten und ganz Unrecht hat er nicht. So, nun war aber dieses Schulhaus da und auch hier wieder war es, habe ich die Erfahrung gemacht, es ist damit eben nicht getan, dass wir materiell auf materieller Ebene Fülle erzeugen, dass wir den Leerstand, den Mangel beheben. Denn das ganze Spiel ging weiter, nämlich im Unterricht, ganz konkret. Da konnte ich eben auch die Erfahrungen machen, dass aus Mangel etwas ganz Spannendes werden kann, dass aus Mangel Fülle werden kann. Wenn Sie das linke obere Bild jetzt anschauen, da kann man das relativ gut beschreiben. Es war ja folgende Situation, wir können da eine Oberstufe einführen, aber wir haben natürlich nur 15 Kinder in der Oberstufe, das heißt, 5. bis 8. Klasse, 14 Kinder, wenn Sie sich das jetzt ganz praktisch vorstellen, Sie wären die Lehrperson, das ist Biologie zum Beispiel, Geografie, Dienstagnachmittag. Das bedeutet, Sie haben 4 Klassen, 4 Klassen, 4 Stufen, Sie haben 2 Stunden, das sind 8 Vorbereitungen. Und Sie haben für jede Gruppe ein eigenes Lehrbuch. Das war unmöglich, das war nicht machbar. Und aus diesem Mangel heraus haben wir uns gefragt, was machen wir? Wir können den gängigen Lehrplan nicht brauchen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, auf etwas ganz Einfaches, nämlich, dass wir gesagt haben, wir fragen doch einmal, welches sind wesentliche Bereiche des menschlichen Lebens und hängen daran den ganzen Lehrplan auf. Das hat dann so funktioniert. Wenn man fragt, was ist bedeutsam fürs Leben, dann kommt man auf ganz einfache Begriffe, das Essen, das Trinken, die Gemeinschaft oder verschiedene andere Begriffe. Nehmen wir einmal das Wohnen aus gegebenem Anlass und weil es hier vielleicht passt. Und das läuft dann so, dass ein ganzes Schulhaus sich mit dem Thema Wohnen beschäftigt. Und das war eben auch diese Idee, dieses Herausgehen aus diesem Mangelzustand, den sich nutzbar machen und etwas Positives, Fruchtbares verwandeln. Das ist nur deshalb geschehen, weil es diesen Mangel gab. Und jetzt das Beispiel noch ein bisschen weiter erzählt. Also Wohnen hatten wir gesagt. So, jetzt haben wir da die Erst-Zweitklässler, die ganz kleinen, 6-7-Jährigen. Und wir haben 8-Klässler. Alle suchen nach interessanten Befunden zum Thema Wohnen. Das kann dann bedeuten, dass die Erst-Zweitklässler sich da auf den Weg machen ringsum und in den Wald schauen, was es denn da für Tierbehausungen gibt. Sie dokumentieren das, sie halten das fest. Währenddessen sind die 8-Klässler nach Lauterach gefahren, das ist ein Dorf, eine Gemeinde im Rheintal, und dort gab es damals schon in den 90er Jahren, Sture Larsson, vielleicht kennt ihn jemand, hat damals schon Häuser errichtet, die waren sehr innovativ, was Energieeffizienz anlangt, und die Großen sind dort hingefahren und haben sich schlau gemacht, wie funktioniert so ein Haus. Und jetzt kommt das Entscheidende. Nämlich, die Großen hatten den Job, das so aufzubereiten, dass sie den Kleinen einen Teil dessen mitgeben können, was sie da erlernt hatten. Und umgekehrt genauso. Die Kleinen hatten den Job, den Großen zu erzählen, wie der Fuchs wohnt, wo er überhaupt wohnt und so weiter. Und jetzt sehen Sie schon, wie eigentlich die Fülle des vorhandenen Lehrplans überhaupt gar nicht nützlich war für uns. Das, was alles vorgedacht war, vorkonstruiert war, hat uns nichts genutzt. Was uns genutzt hat, ist uns auch selber uns auf den Weg zu machen. Das war sehr, sehr spannend. Jetzt zum Bild links oben nochmal, das kann das relativ gut veranschaulichen auch. Die größeren Schüler haben da ein Spielstück erarbeitet und waren natürlich allein im Turnsaal, haben die Utensilien des Turnsaals genutzt, der auch Gemeindesaal war. Und im Hintergrund sehen Sie jüngere Schüler, die denen zuschauen. Das ist Lernen auf effiziente Art und Weise. Weil wir den Kleinen nie beibringen mussten, wie macht man ein Rollenspiel. Und jetzt sehen Sie auch das ist eigentlich eine Folge des Mangels. Des Mangels nämlich, dass wir keine Stufenklassen hatten. Und dieser Mangel war dadurch bedingt, dass es viel zu wenig Schüler waren. 15 Kinder in der 1. bis zur 4. Klasse und 15 Kinder von der 5. bis zur 8. Klasse. Das hat eben bedeutet, dass wir mit Altersmischung arbeiten mussten. Und das war ein positives Produkt dieses Mangels, dieses Leerstandes auch. Nämlich, dass wir mit den vorhandenen
Bedingungen relativ wenig anfangen konnten. Dann das andere Bild noch, das ganz untere, auch so eine Sache, auch so eine spannende Sache für mich gewesen, ähnlich wie das obere Bild. Was Sie hier sehen, ist nicht ein Mattenwagen, sondern das ist das Schiff des Odysseus. Und wer da angebunden ist, ist Odysseus persönlich eben. Und er wird da von seinen Matrosen durchs Meer gefahren und wieder schauen die anderen zu. Und jetzt sehen Sie, die starke Strukturierung von Unterricht hätte jetzt wahrscheinlich in diesem Fall Folgendes bedingt. Lest einen Text, dann kriegt ihr ein Arbeitsblatt, dann füllt ihr das Arbeitsblatt aus, dann kann ich als Lehrer schön fein kontrollieren, was richtig und was falsch ist, dann kriegt ihr eine Note. Das ist die gängige Folge der Fülle, die Fülle des durchstrukturierten, fertig gedachten Lehrplans. Und hier ging das viel einfacher. Ihr geht in den Turnsaal, ihr kriegt ein Lesestück, ihr teilt die Rollen selbst auf, Sozialkompetenz, die Schwächeren lesen viel, die Stärkeren lesen weniger, das machen sie ganz von selber, und teilt die Rollen auf, lest das Stück, verwandelt das ganze Stück in ein Rollenspiel, verwendet die Utensilien, und jetzt sehen Sie schon, jetzt sind wir schon ganz weit weg von den Arbeitsblättern, oder? Nämlich die räumlichen Gegebenheiten dieses Turnsaals zu nutzen, um ein Stück sozusagen im Raum lebendig werden zu lassen, das ist viel, viel mehr. Und all dies war eigentlich eine Folge des Mangels, dass wir eben altersgemischte Gruppen hatten und dass wir nicht diesen Jahrgangsunterricht hatten. Letzter Hinweis noch auf das mittlere Bild. Die beiden, die da jetzt sitzen bzw. gelassen liegen, sind mittlerweile 30 Jahre alt. Der Knabe links ist der HTL-Techniker geworden, also Elektrotechniker hat er studiert. Und die Dame auf dem Tisch, so gelassen, die führt jetzt ein Hotel, auch in diesem Dorf. Was ich damit sagen will, ist Folgendes, oder das, und das war unsere Hypothese, dass dieses ganzheitliche, umfassende Lernen, das eigentlich aus dem Mangel kam, letztendlich sehr fruchtbringend sein, weil es auch ganz umfassende, ganzheitlich wirksame und tätige Menschen vielleicht schafft in Anführungszeichen. Das ist schon ein bisschen zu viel gesagt. Ja, hier wieder dasselbe, hier sollte jetzt eigentlich der Lehrstand sein und eine Überlegung dazu. Wenn ich jetzt dieses ganze Projekt eben aus der Ferne anschaue, dann ist es deshalb interessant, weil man es, wenn man es auf einer Metaebene reflektiert, von heute aus gesehen, dann ist es wie eine Sinuskurve. Ich stelle mich jetzt da schnell herauf, nicht um mich wichtig zu machen, weil wir eine große Sinuskurve brauchen. Das ging so, also ein steiler Anstieg, dann ein Zenit, der relativ schnell erreicht war. 87 war ich an diesem Ort, 92 war der Zenit erreicht. Dann Absturz, 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 weil jetzt ist wirklich Leerstand, die Schule steht leer. Jetzt sind wir eigentlich ganz unten. Und wieso da ein Blümchen ist, das hat eigentlich Folgendes, mit dem hat es Folgendes auf sich, dass jetzt wieder, und das finde ich hochinteressant, ähnliche Bedingungen sind, die vielleicht die Sinuskurve wieder nach oben weitergehen lassen könnten. Und zwar folgende Situation, es sind in der Gemeindevertretung, das war damals ganz ähnlich, zwei Personen, die haben ein junges Kind, ein Baby. Das heißt, es sind da Interessierte, die vielleicht hochmotiviert oder mehr motiviert waren als die letzte Generation, etwas zu ändern. Wieder etwas zu ändern, aus diesem Leerstand wieder Fülle zu machen und diesen Zustand wieder zu ändern. Jetzt aber, was eben spannend war, ist, dass wenn man diese Sinuskurve anschaut, also Hochstand, dann Sturz, Hochstand, Sturz. Wenn man jetzt diese Sinuskurve hier stellt und man geht seitlich ein bisschen weiter weg und auch räumlich, dann sieht man ganz automatisch natürlich die Punkte des Zenits und die Punkte des Niedergangs. Die Punkte des hohen großen Erfolgs und die Punkte der völligen Leere. Und das heißt jetzt, das ist mir noch irgendwie wichtig, ich finde, dass das etwas Normales ist und es ist auch belegt und kann man nachlesen in der wissenschaftsbasiert, jetzt ist das relativ gut abgestützt, dass alle Systeme, alle sozialen Systeme oder überhaupt alle Systeme diese Kurven durchmachen eigentlich. Aber spannend war jetzt eben diese Dichte, das heißt diese Kurve, die ist jetzt auf der Zeitachse relativ auf einen schmalen Raum fixiert, nämlich auf diese 30 Jahre. Aufstieg, Absturz, Aufstieg vielleicht. Ich glaube schon. Wir sind jetzt dabei, wieder
zu versuchen, dieser Schule einen neuen Sinn zu geben. Jetzt steht sie still. Das ist natürlich tragisch, aber, und das war so meine Quintessenz aus der Auseinandersetzung mit diesem Vortrag, auch mit diesem Titel, es scheint mir wesentlich, dass man auf einer psychologisch-geistigen Ebene diesen Leerstand einmal erst geschehen lässt. Biografisch macht man ja die Erfahrung, und da ist es uns auch ein bisschen selbstverständlich, dass wir in Phasen hineinkommen, wo Leerstand ist, wo nicht Fülle ist. Und das scheint mir eben scheint mir wesentlich, dass man diesen Leerstand jetzt, auch dort jetzt, dass man den einmal zuerst aushält. Und dann ist auch noch interessant zu betrachten, was passiert jetzt, damit aus diesem Leerstand eine neue Fülle wird. Und da scheinen mir zwei Dinge wichtig. Erstens Kommunikation und zweitens Gelassenheit. Kommunikation deshalb, merke ich jetzt ganz deutlich, weil die Personen, die jetzt beteiligt waren, sind kommunikativ auf relativ verschiedenen Niveaus, würde ich mal sagen. Die Personen, die damals beteiligt waren, und das ist wahrscheinlich ein bisschen das Geheimnis des Erfolges gewesen, das war Roland Kneiger, das war der damalige Schulinspektor, Hans Vogel, der war Vorstand der Künstlervereinigung Vorarlberg, ich sage das absichtlich dazu, weil dann relativ leicht verständlich wird, dass er und der Architekt sich relativ gut verstanden haben und ich durfte da mitwirken. Das heißt, ein weiterer Umstand scheint es mir, wenn man Leerstände anschaut und sich fragt, wie komme ich von diesem Leerstand, wie komme ich vom Mangel wieder zur Fülle, dann ist es ganz gut und wichtig, dass man sich in Ruhe die Beteiligten anschaut. Dass man sich in Ruhe anschaut, wer wirkt wie. Ganz konkret jetzt hier da oben, das ist recht spannend, das sind also zwei Elternteile und da ist aber ein Bürgermeister, dem unterstelle ich jetzt im Moment, dass es ihm am Beginn seiner Amtszeit noch viel um Selbstverwirklichung geht. Und das ist kommunikativ im Moment ein kleines Hemmnis, das ist jetzt eine Schnellanalyse, ist dann natürlich ein Konstrukt, das man hinterfragen könnte. Aber was mir eben auffällt ist, wenn jetzt dieser Gleichklang der beteiligten Personen, und darauf müssten wir wahrscheinlich achten, wenn wir uns mit Leerständen befassen, wenn wir diesen Gleichstand der beteiligten Personen auf kommunikative Art angemessen, langsam und sinnvoll bewerkstelligen, erst dann kann aus dem Leerstand wieder eine Fülle werden. Und noch ein anderer Gedanke ganz zum Schluss jetzt, Fülle kann auch Täuschung sein. Und wir tendieren dazu ein bisschen, denn die materielle Fülle, das Vollsein, auch als Fülle, automatisch als Fülle in einem geistig-psychologischen Sinn zu deuten. Und das ist nicht immer gerechtfertigt. Und darauf ausgehend von daher meine ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant, dass wir uns ganz intensiv mit Leerständen befassen müssen. Der letzte Gedanke noch, ohne dass ich jetzt missionarisch tätig werden möchte. Die Fülle in einem geistig-religiösen Sinn ist sogar fragwürdig. Alle, die Buddhisten sind, alle, die sich mit Buddhismus befasst haben oder sich mit Religion befasst haben, wir wissen ja, die Religionen, die kamen aus der Wüste, die kamen aus der Leere. Und ganz viele entscheidende Gedanken brauchen zuerst die Leere, brauchen das Leersein, das Hohlsein, damit neue Fülle entstehen kann. Das ist sozusagen ein bisschen die Quintessenz dieses Prozesses. Ich bin im Prozess nach wie vor wieder drinnen. Es freut mich sehr, dieses Schulhaus liegt mir am Herzen. Es ist ein Kernstück meiner Biografie. Ich habe sehr, sehr viel Freude erlebt, sehr, sehr viele schöne Stunden als Lehrer da drinnen. Also das ist ein unermesslicher Schatz, den ich da geschenkt bekommen habe. Und es ist mein tiefes Anliegen, dass dort wieder etwas blüht. Herzlichen Dank.